Endlich! In wenigen Wochen beginnen in Mitteldeutschland die lang ersehnten Sommerferien. Und? Haben Sie schon ein Quartier gebucht? Wir hätten da einen Tipp für Sie. Das möglicherweise kleinste Hotel der Welt, das steht hier in Lunzenau an der Mulde und ist versteckt in diesen beiden Koffern. Urlaub machen auf nur 4 Quadratmetern. Schlafen, sich waschen, sich umziehen. Geht das? Matthias Lehmann, kann man in Ihrem Koftel wirklich richtig wohnen? Klar, nicht bloß schlafen, waschen und wohnen. Man kann sich bequem machen. Man hat alles da. Doppelstockbett. Hier um der Ecke rum ist der Notsitz. Na? Dann haben Sie hier diesen wunderbaren Pop-Art-Vorhang. Der verhüllt also den Sanitärbereich, die intime Abteilung. Da kann man sich waschen dann an einem schönen blauen Waschbecken. Um die Ecke rum kann man dann nochmal sitzen hier auf dem Klo. Und dann haben wir noch einen Schrank drin, wo dann auch die Bibel drin ist, wie sich für jedes Hotel sich das gehört. Und letztendlich haben wir dann noch, damit Sie das Urlaubsfeeling richtig genießen können, ein Panoramafenster mit Blick über die Zwickauer Mulde. Und hier waren ja auch schon eine ganze Menge Leute da. Huch, haben die sich hier alle verewigt? Die meisten verewigen sich hier. Das dürfen die hier im Gegensatz zu anderen Hotels, dürfen sich ja eintragen. Zuletzt waren es die Japaner, die sich eingetragen haben. Ihr Koftel, das gibt es seit 2004. Zurück im Kofferhotel Koftel in Lunzenau an der Mulde. Herr Lehmann, jetzt wollen wir es wissen. Wie sind Sie auf diese verrückte Idee gekommen? Die Keimzelle ist eigentlich der Prellbock. Das ist unsere Eisenbahnkneipe von meiner Frau und mir. Und dort sind meine ganze Sammlung konzentriert, von der Eisenbahndienstmützen übers Mobiliar, altes Telefon und sonstige Devotionalien. Und da stehen natürlich auch, wie das zum Reisen gehört, Koffer. Und die Koffer werden bei uns vielfältig genutzt, Ausstellungsvitrine oder nur Deko. Und die Koffer haben uns letztlich inspiriert, einen überdimensionierten Koffer zu bauen, wo die Leute dann übernachten können. Hier? Also das heißt, Sie haben das nicht ganz alleine gemacht? Ja. Also meine Frau, die gibt dann immer das Okay, das ist immer der Maßstab aller Dinge letztendlich. Und dann habe ich mir Freunde, die mir dann halt mit dabei geholfen haben. Vom Dachdecker über den Zimmermann bis zum Klempner. 2004 haben Sie Ihr Kofferhotel eröffnet. Inzwischen gibt es 2 Koffer zum Wohnen. Das heißt, es läuft richtig gut? Ja, es gibt immer noch Spitzen nach oben, aber wir können zufrieden sein. Die Koffer sind bestens ausgerüstet mit Sanitäranlagen. Es gibt sogar Steckdosen für den Rasierapparat am Morgen oder den Haarföhn. So, jetzt haben wir uns auch verewigt im Koftel. Jetzt bleibt noch eine Frage. Was kostet denn eigentlich eine Nacht im Koffer? 15 Euro pro Nase, wenn Sie nur übernachten wollen, und 22,50 mit Frühstück auf der Terrasse. Oh, das ist ein feiner Preis für so ein ganz besonderes Hotel. Immerhin das wohl kleinste der Welt.